Und wir haben uns getroffen. Wir haben uns getroffen, als ein Mann den Stab an mich übergab. Und das ist Viktor Worms. Herzlich willkommen, Viktor. Freut mich, dass du da bist. Hallo. Hi. So, sag, wie ist das Gefühl, wenn man jetzt hier so sitzt als Gast? Gratuliere dir jetzt erstmal. Du hast doch heute 250. Geburtstag. Sehe ich das richtig? Ja, so ist es. Ich habe dir auch schon was eingegossen. Oh, danke. Ich gratuliere noch zu was anderem. Du hast nämlich etwas geschafft, was der Dieter Thomas Heck in 187 Sendungen nicht geschafft hat, was ich in 60 Sendungen nicht geschafft habe. Hier gibt's was zu trinken. Super. Na, wenigstens etwas. Zum Wohl. Alles gut. Ja, also, wir wollen gar nicht über Vergangenheit reden. Wir wollen über die Zukunft reden. Das wissen wir alle, du bist im Hörfunk kräftig tätig. Wenn richtig. In Bayern die Antenne funkt, dann ist er drauf. Aber demnächst wieder Fernsehen angesagt. Was ja, in Hauptsache du? Auch weiterhin Antenne Bayern. Das ist mein Job, auch hinter den Kulissen. Und das ist auch meine große Liebe, Radio. Und Fernsehen ist jetzt, das ist ganz neu. Und da freue ich mich sehr drauf, weil es eine Sendung ist, die jeden Tag laufen wird. Es ist das erste Mal, dass eine Sendung aus Deutschland kommt. Eine Idee von Frank Elstner. 6 Tage die Woche, jeden Abend. Genau zur Zeit guckt kein Mensch mehr heute dann, und zwar bei Tele5, die wird heißen Stadt, Land, Fluss. Das ist eine 25-Minuten-Sendung, ein Spiel. Wir wollen schlicht und ergreifend zum Feierabend Spaß machen. Das jetzt zu erklären ging zu weit, aber ich freue mich sehr drauf, weil es auch wirklich eine Herausforderung ist, sowas zu machen, wirklich jeden Abend 270 Mal im Jahr. Donnerwetter, da musst du ganz schön ran, aber du kannst ja das in München produzieren, bleibst bei der Familie. Nee, wir produzieren es in Luxemburg. Nee. Das ist ganz kompliziert, weil wir produzieren es dann am Stück weg und ich bin dann die meiste Zeit in München und wir produzieren es dann am Stück weg in Luxemburg. Donnerwetter, wird ein reicher Mann, der Viktor Worms, ha? Da verdient er doch ganz gut. Ich mach's ehrenamtlich. Alles klar. Und dazu habe ich ihn auch gebraucht, zum Ehrenamtlichen, denn in deiner Amtszeit war es einfach so, dass der englische Schlager, die englische Popmusik ein bisschen mehr an Gewicht gewann. Richtig. Und deswegen möchte ich dich eigentlich bitten, jetzt unsere Startnummer 4 anzusagen. Ich freue mich, das wollte ich sagen, dass auch in der Zeit der deutsche Schlager und generell die deutschsprachige Musik sich gehalten hat und durchgehalten hat. Aber das war damals, wir haben es halt auch gemacht. Und da ist meine Überraschung, da steht sie schon. Der war zu lange auf der Sonnenbank, oder? Nein, warum denn? Du hast doch immer Farbe gehabt in der Sendung. Das ist mein Geschenk als Dankeschön für 60 Sendungen an Viktor Worms. Und da sehen wir ganz deutlich die Verbindung zum Fernsehen und zum Hörfunk. Und ich hoffe, dass du die weiterhin so halten wirst. Das ist ganz toll, das bekommt einen Ehrenplatz. Das verspreche ich dir, es bekommt einen Ehrenplatz. Gut, und jetzt sag uns Frumpy an. Ja, das ist toll, weil Frumpy, ich erinnere mich daran, ich höre, wenn ich Frumpy höre, gleich meine Mutter aus der Küche rufen, mach doch mal die Musik lauter, leiser. Weil wir haben die gehört, da war ich so 12, 13 Jahre alt und ich finde es ganz toll, dass die Inga und ihr Jungs wieder Musik machen und ich kenne die Nummer, die ist toll, die sind Frumpy. We can sing a song, die 4!